Wir sind jetzt mitten in der Stadt angekommen. Die bisherigen Marienwallfahrten der Bayerischen Bistümer, die waren alle über Land. Jetzt sind wir mitten in der Stadt. Das ist schon auch irgendwie was Besonderes, oder? Ja, in der Stadt Augsburg, die also schon von ihrem Namen her eine lange und tiefgründige Geschichte hat und dann eben noch eine Stadt mit so vielen christlichen Kirchen. Das ist schon was ganz Besonderes, in der Tat. Und wir freuen uns ja auch, dass so viele hierher kommen. Und ich denke auch die, die also nicht jetzt unbedingt mit im Gottesdienst sind, freuen sich, denn sie werden ja noch ein bisschen herumgehen und ein paar Geschäfte sind auch noch offen. Also wird allen gedient und man freut sich, wenn man anderen Menschen wieder begegnet. Also, dass der Bischof zum Shoppen einlädt, das ist auch mal was Neues. Aber Sie treffen einen ganz wichtigen Kern. Es ist so viel los heute. Und ich glaube, wir sollten alle nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Oder bei den ganzen auch Basteleien und alles, was es gibt und was Schönes für die Kinder, das ist doch im Zentrum zu behalten. Worum es eigentlich geht, habe ich mir hier sehr, sehr sorgfältig formuliert. Und dazu möchte ich Sie auch willkommen heißen. Aber wir sind mitten in dieser Welt. Und wir gehen unseren Weg nicht mit Scheuklappen, sondern wir schauen in unsere Umgebung. Wir sehen vor allem auch die Menschen, für die wir da sind und die mit uns auf dieser Welt sind. Und darum können wir das eine vom anderen gar nicht so trennen. Dass wir natürlich hier nicht ohne Grund sind, sondern dass wir einer langen Tradition folgen, einer wunderschönen Tradition. Ich habe ganz gestaunt, wir sind schon an fünfter Stelle gewissermaßen der sieben Bistümer. Abschluss wird dann 2017 in München auf dem Marienplatz sein. Also wir sind doch schon ein gutes Stück Weges miteinander gegangen, mit Maria auf dem Weg gewesen. Und das kann uns nur froh und zuversichtlich machen. Es waren bisher immer schöne Ereignisse. Das hoffe ich natürlich von uns hier erst recht. Damit ich niemand vergesse, erst einmal, meine lieben Wallfahrerinnen und Wallfahrer, liebe geistliche Mitbrüder, die Sie hier schon mit unter den Brüdern und Schwestern sind, liebe Brüder und Schwestern, damit wir es nicht unterschlagen, Sie alle, woher Sie auch kommen, heiße ich von ganzem Herzen ganz, ganz herzlich in unserer Bistumshauptstadt willkommen. Und ich hoffe sehr, dass Sie alle einen guten Weg hatten und immer wieder einen guten Weg haben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Seelsorgeamt, von dem bischöflichen Ordinariat, aber eben auch von Verbänden und alle, die uns helfen, haben sich schon sehr lange auf diesen Tag vorbereitet, damit wir ihn als eine große Familienglaubensfeier erleben können. Und da haben Sie entsprechend schon einmal dankbar reagiert, wenn Sie alle hierher gekommen sind, sich lange angemeldet haben. Und ich denke, da werden auch noch viele kommen, die sich noch nicht gemeldet haben. Gestern noch habe ich Ihrer aller ausdrücklich bei der Heiligen Messe gedacht, im Hinblick auf diesen heutigen Tag. Ich habe es schon gesagt, unsere Stadt trägt ja den Namen eines römischen Kaisers. Und das bedeutet etwas. Das hat Tradition. Aber es ist eben nicht bloß eine Stadt eines römischen Kaisers, wenn wir so wollen, sondern es ist eine Stadt vieler, vieler christlicher Kirchen und auch eine Stadt der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wenn Sie etwas langsamer durch die Stadt gehen, werden Sie an vielen Häuserecken eine Darstellung der Gottesmutter sehen. Und unter all diesen Darstellungen ragt eine besonders zentral hervor, und das ist zu der wir heute unterwegs sind. Unsere liebe Frau, Maria, die Knotenlöserin. Und darüber können wir froh sein, nämlich wenn wir uns alle heute auf diesen Weg gemacht haben, zu ihr, zur Magd des Herrn, dann wollen wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir alle unser Leben mit all seinen Freuden und Leiden, aber auch mit seinen Bedrängnissen und Nöten, mit seinen scheinbaren Unlösbarkeiten und Ausweglosigkeiten heute in besonderer Weise in Gottes gütige Hände legen wollen. Und zugleich neu beherzigen und versprechen, uns und unser Leben ganz neu auszurichten, auch nach seinem Willen und seinem Gebot. Ganz genauso, wie es Maria getan hat, nämlich in Liebe und Dankbarkeit, in Freude und Gehorsam,
in Geduld und Tapferkeit. Wir kennen ja ihren Lebensweg aus der Heiligen Schrift. Und ebenso auch wie Maria, niemals nur für uns selber alleine, sondern immer für andere Menschen. Für andere Menschen in unserer Stadt, in unserem Bistum, im Schwaben- und Bayernland, ja in unserem ganzen Deutschland und in aller Welt. Und weiterhin vor allem für die, die es schwer haben. Für die, die weder ein noch aus wissen. Und für die wollen wir auch bitten um Lösung ihrer bedrängenden Probleme, um Erlösung aus aller Not und Bedrängnis. Und darum ist es folgerichtig, dass wir uns dann in den Hohen Dom, der Maria geweiht ist, in den Hohen Dom begeben und in der höchsten und tiefsten Feier unseres Glaubens uns wieder Gott hinhalten wollen und beten wollen für unsere Mitmenschen und eben uns in der Marienweihe danach ganz der Gottesmutter anvertrauen. Ihnen allen, liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Männer und Frauen, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Kinder und Jugendlichen, meine lieben Mitbrüder, euch allen wünsche ich eine tiefgehende Erfahrung der Freude am Glauben und seiner Kraft auf unser aller gemeinsamen Weg. Vielen herzlichen Dank, Bischof Dr. Konrad Staser. Wir sehen Sie, und das wird dann mit dem Höhepunkt verbunden sein, dem Weihegebet, heute nach der Heiligen Messe, dann ja noch einmal mit allen bayerischen Bischöfen hier auf der Bühne. Wir freuen uns dann schon darauf, dass Sie uns dann nach einem hoffentlich wunderbaren und trockenbleibenden Tag den Schlusssegen geben werden. Vielleicht noch ein Wort, wenn wir in dieses Bild schauen, das hoffentlich ja viele, es ist voll in St. Peter am Verlach, sich anschauen heute, so jenseits aller kunsthistorischen Betrachtung, wie geht es Ihnen? Was macht dieses Bild mit Ihnen, der Knotenlöserin, wenn Sie sich's anschauen? Ja, ich denke daran, wie sie zu diesem Namen gekommen ist. Und zwar schon ganz früh hat da einer sie als solche bezeichnet. Und da muss einer ziemlich genau Bescheid gewusst haben, dass er das schon gelesen und gehört hat und sich aufgemacht hat, danach ein Bild zu malen. Und ich möchte Sie einmal auch bei diesem Bild auf den unteren Rand verweisen. Da ist nämlich eine Darstellung aus dem Alten Testament. Selbst auf so einem Bild wird das Alte Testament nicht vergessen. Und das ist ein wunderschönes Bild für unseren christlichen Weg, nämlich Tobias in Begleitung mit dem Engel. Und das ist so ganz entsprechend, fast wie eine Verheißung. Erst Tobias in Begleitung mit dem Engel, der unterwegs ist, eine Verheißung zu erfüllen. Und oben drüber Maria, der von den Engeln, den Boten Gottes, die Unlösbarkeiten, Unwägbarkeiten menschlichen Lebens zugereicht werden und die sie nach und nach löst. Und nicht zerrt und zieht, sondern so ganz langsam auflöst und das weiße Band dann wieder weitergibt. Das ist ein großes Bild der Zuversicht und gleichzeitig ist es ein wunderbares Zeugnis unseres Glaubens, der gegründet ist auf unsere Brüder, älteren Brüder und Schwestern im Glauben, das jüdische Volk, und der gegründet ist auf Altes und Neues Testament, die untrennbar miteinander verbunden sind, die gar nicht anders zu verstehen sind als im Verbund miteinander. Bedenken wir das immer wieder. Und gerade auch bei der Verehrung der Jungfrau und Gottesmutter Maria spielt eben dieses tragende Fundament des Alten Bundes, der Verheißungen des Alten Bundes, eine ausgesprochen wichtige und notwendige Rolle. Mit diesem Blick wollen wir uns dieses Bild noch einmal anschauen. Sie haben Gelegenheit, meine Damen und Herren, heute bis 16 Uhr, dann wird da erst einmal geschlossen, nachher für den liturgischen Höhepunkt das Weihegebet, ab 18.30 Uhr geht es wieder. Also nutzen Sie die Zeit. Nochmal ganz herzlichen Dank, Bischof Konrad, dass Sie uns alle begrüßt haben. Ihnen auch einen erfüllten Tag im Kreise Ihrer Mitbrüder. Ich freue mich sehr und schön, dass Sie gekommen sind, und auf Wiedersehen, auf Schritt und Tritt. Dankeschön und wir sehen uns heute Abend wieder. Dankeschön, Bischof Konrad.